zu unserem heutigen Wochenausblick für die kommende Woche ab dem 26.07.2021. Ich möchte ganz kurz auf unseren Disclaimer nochmals verweisen und begrüße den Chris. Hallo Chris. Hi Ronny. Und den Christian Schlegel von Schlegel Tredian. Hi Ronny. Christian, hallo. Wie es sich als Gastgeber im Endeffekt auszeichnet, übergebe ich dem Christian Schlegel das Wort und würde ganz einfach, wir haben uns drei Werte rausgesucht, und würde einfach Christian mit dem DAX beginnen. Okay, mache ich das mal. Schönen guten Abend an alle. Ich muss hier gerade den Bildschirm freigeben und dann sieht man in meinem schönen Hintergrund jetzt aber auch einen Chart. Ich mache den mal groß. So, Ronny, euch muss ich hier mal ein bisschen runterschieben. Also das ist die Art und Weise der Analyse, wie ich sie eigentlich immer reingehe. Die deutsche Börse nennt das Fünf-Punkte-Plan, warum auch immer. Aber tatsächlich sind es mehrere Punkte, auf die ich versuche zu achten. Rein vom Chart her haben wir nach wie vor dieses Doppeltop. Wir hatten den Doppelboden und hier haben wir jetzt einen Fake-Breakout. Diese Fake- oder False-Breakouts, die gibt es in letzter Zeit ziemlich häufig, also auch bei Einzelwerten. Wenn sich einer mal den Chart von Allianz anschaut, das sieht also, der ist nach oben ausgebrochen und ist dann komplett runtergekommen. Wir sind hier etwas über der 20-Tage-Linie, das ist diese schwarze hier, und die etwas hellere ist die 10-Tage-Linie, ganz normaler gleitender Durchschnitt. Hier war die Welt dahingehend in Ordnung, dass sich alle Shorts gefreut haben, hurra, endlich geht's runter mit den 14.800 schon auf der Zielzone. Aber dann hat der Freund sich einfach gedreht und ist sogar am dritten Tag wieder in das Band rein. Diese Akzeleration, die er hier gemacht hat, die hat mich so auch überrascht. Ich war immer der Meinung, gut, er kann immer zur 20-Tage-Linie gehen, aber dass er dann doch deutlicher drüber geht, das war schon erstaunlich. Knackpunkt war genau diese Unterstützungslinie, die immer hier als Doppelboden gedient hat. Und das hat man gesehen, bei 15.320, dann abging die Luzi. Wir sind momentan mehr oder weniger rein vom Chart her neutral und haben nur diesen Widerstand hier oben. Das ist erstmal die 15.817. Das ist eine Frage, wie spitz der Bleistift ist. Das ist vom Chart her Widerstand. Und wenn ich auf die Technik schaue, ich habe ja den ganz normalen MACD als Trendfolger, ist über beide Blickwinkel positiv, traditionell und moderne, ist positiv, gibt es nichts dran zu deuteln. Und der Oszillator, der für mich einer der wichtigsten Indikatoren ist, ist auch noch weiter positiv. Da ist nichts überkauft, überverkauft oder sonst was, der schlicht nach oben gerichtet. Soll sagen, der DAX hat jetzt die fantastische Chance, endlich nach hier, das waren 1, 2, 3, 4 Hochs um die 15.800, die jetzt endlich mal hinter sich zu lassen. Ich glaube nicht, dass die Stops irgendwo liegen, hier so bei 15.810 oder 20, die werden höher liegen, im Bereich 50, irgendwo da. Weil wenn er das rausnimmt, und das ist eine Frage der Geschwindigkeit, wenn er das morgen direkt macht, kann der locker auch diese Woche noch die 16.000 sehen. Wenn der jetzt hier rumzibbelt mit so kleinen Kerzen, mit sowas hier, dann wird das wieder nicht schaffen und dann glaube ich auch, dass wir die 15.300 nochmal durchschlagen. Also ich bin momentan eher abwartend, ich habe keine Position im Index und bin eher in Einzelwerten dabei und ich möchte es gerne erstmal abwarten. Also wenn ich hier was mache, dann ist es ein ganz enger Stopp. Das heißt, ich würde mir eine Option suchen, die hier irgendwo liegt, bei 14.700 mich stoppen lassen. Das ist dann so eine 15.350er oder sowas, aber hier drunter stoppen lassen. Short gehe ich noch nicht. Das will ich erstmal schauen, wie lange der braucht, um hier oben zu gehen, hier hochzugehen. Jetzt muss ich auf den Bildschirm zurückgeben. Abwartende Haltung und was macht er dann oben an diesem jeweiligen Doppeltop? Ne? Ja, eben. Das ist noch nicht fertig. Mir fehlt nach wie vor, obwohl das Volumen der letzten Woche gut war, ich glaube einfach nicht an Anschlusskäufe. Heute kommt die Meldung, BMW macht mal eine Woche früher seine Sommerferien in Regensburg, machen sie wegen Chipmangel das Werk zu. Und das betrifft ja nicht nur BMW. Ja, das heißt, Autos, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt haben muss. Ja, was momentan jetzt angefangen wird zu spielen, das ist die Neuausrichtung des DAXes auf DAX 40. Da kommen eine ganze Menge, also kommen 10 Werte neu rein. Und das ist also sehr interessant. Es hat auch ein sehr schöner Artikel auf NTV. Das ist wirklich ganz interessant, was sich da so passieren tut. Und da sind so ein paar Werte dabei, also HelloFresh zum Beispiel im DAX, da mag ich gar nicht dran denken. Ja, aber von der Bewertung passt das. Ja, aber Airbus, glaube ich, oder? Airbus, und die kriegen auch 5% dann vom Index.
Ja. Das ist richtig viel. Ja? Also Airbus, das finde ich ganz hervorragend, dass die auch da reinkommen. Die gehören auch rein. Ja. Ja, ich meine, das sind, glaube ich, 83 Milliarden als Marktkapitalisierung. Das wird einer der größten Werte im Index, gar keine Frage. Als Pendant zum Boeing auch sozusagen. Das ist richtig. Chris, ich hätte gesagt, kannst du uns noch was zum DAX sagen aus der Advent-Theorie und was wir uns eventuell vorstellen? Genau, jetzt kommt das Komische mit den Buchstaben und Zahlen. Seht ihr den Bildschirm? Ja, super. Okay, dann fange ich mal an. Also ich würde einfach mal den angesprochenen Stopp, den wir gerade aufgenommen haben, nochmal vielleicht verdeutlicht für die EW-Theorie. Da ist jetzt ganz wichtig, dass der DAX über der 15.300 bleibt. Also da ist für mich wirklich Schicht am Schacht sozusagen für diese Aufwärtsbewegung, die er gerade fährt. Aber natürlich könnte man diesen auch schon weiter höher aggressiver angehen. Aber das wollen wir jetzt nicht sehen. Also für uns sozusagen hat er diese Bewegung gemacht, die wir eigentlich haben wollten, aus den ganzen Wochenanalysen sozusagen. Unter der Woche hatten wir zwar mal gesagt, es könnte hier schon sein, dass er von hier aus nach oben durchstartet. Aber Fazit der letzten Woche war, Boah, ein Tief halt noch vor dem. genau, war, sobald er unter das Wochentief geht, geht er unten in diesen Zielbereich. Und dann konnte man sehr gut sehen, dass sobald er, hier hat sich diese Formation gebildet, sobald er über diese 15.300 rüber geht, wird ein neues Tief sehr unwahrscheinlich. Und ja, dann gab es sozusagen, es ist kein richtiger Short Squeeze, aber eine starke Aufwärtsbewegung, die dann auch nicht mehr hier ein zweites Standbein gemacht hat, das eigentlich noch sehr schön gewesen wäre, und dann direkt weiter nach oben gegangen ist. Also ich würde sagen, wir sind kurz vor einer Beendigung einer 3, die er vielleicht sogar am Freitag schon beendet haben könnte und sollte dann quasi jetzt in eine 4 gehen. Ich habe sie mal hingeschrieben, es könnte ein Flat werden, beziehungsweise eine sehr komplizierte Korrektur, die jetzt auch mal einen ganzen Handelstag gehen dürfte, um dann halt wirklich noch in eine starke impulsive Aufwärtsbewegung nach oben zu gehen. Wir haben schon sehr, sehr lange im Chart drin stehen, die 15847 und auch die 15973. Die zwei also die haben wir schon wirklich lange drin stehen und die hat er noch nicht geholt und jetzt ist halt Zeit für ihn, diese zu holen. Als Bonusziel hätten wir noch die 16177 und dann. Ja, dann hat er für mich diese ganze Aufwärtsbewegung beendet und für mich hat er auch dann eine ganze Aufwärtsbewegung seit Anfang Dezember, das sind jetzt 8 Monate, komplett beendet. 8 Monate, also 8 ist auch so eine Fibo-Zahl. Wir arbeiten ja viel mit Fibo-Zahlen und dann wird es wirklich ganz spannend. Wenn er hier dieses Hoch gemacht hat bei eins dieser drei Zahlen, dann wird es für mich wirklich extrem spannend an der Börse. Das mal zum DAX. Hier im Endeffekt auch mit dem Christian seiner Idee, wie er es uns gerade eben gesagt hat, aus einem unterschiedlichen, also markanten Dingen von Indikatoren oder mit den Bollinger Bändern, weil der Christian kennt sich ja mit den Bollinger Bändern sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, Christian, du hast die Bollinger Bänder damals nach Deutschland gebracht, oder? Also ich war der 1987 89. Zusammen mit meinem Mentor, dem Werner Pelz, haben wir das erste Buch auf Deutsch geschrieben, wo die Bollinger Bänder das erste Mal überhaupt erwähnt wurden. Ja. Daran konnte ich mich erinnern. Ich wollte aber nicht sagen, weil ich glaube, ich hätte jetzt 1980 gesagt, aber wenn es 87 war, das ist ja auch schon. Also ich meine, es war 1989, ich muss mal gucken, das Buch hieß Der Schlüssel zu den Börsen. Da sind diese erste Mal. Und damals fing Reuters an mit dem Chartsystem, das war gar nicht so schlecht. Die hatten das alles nicht drin, oder CQG oder so, die hatten das alles nicht drin. Bloomberg war noch gar nicht in Deutschland angekommen, aber jetzt ist das Standardmodell, das gehört dazu. Viele benutzen die, aber wenige können sie lesen. Ja, deswegen gibst du ja immer einige, ja, Webinare, Seminare, was ich schon gehört habe, die sich speziell daraufhin halt auch ausgelegt haben, um Stück für Stück die Leute einfach an die Börse zu führen. Ne? Ja, oder zumindest die, die schon da sind, und da sehe ich jetzt immer mehr kommen, die ein bisschen besser auszubilden, weil das ist nicht nur hoch oder runter. Das muss man einfach ganz klar sagen. Aber ich habe eine Frage zu dem Chart von Chris. Was ist denn unten ein fucking Flat?
Oh, das ist nur für den Blog gewesen. Ich muss mal ein bisschen zur Seite. Die Formation kannte ich nicht, deswegen wollte ich das immer nachfragen. Ich lerne ja gern dazu. Ja, okay, wir texten es in Flat um. Entschuldigung. Alles gut. Haben wir gelacht. Der Christian hat alles gleich gesehen, obwohl ein bisschen mit Farben und Gelb das ja auch so eine gewisse Rolle spielt bei dir. Ja, aber das war jetzt so wirklich herausragend. Ja, optimal. Chris, dann hätte ich doch gesagt, schauen wir uns einfach mal die Deutsche Telekom an noch. Und dann hätte ich gerne mal vom Christian dann seine Sichtweise zur Telekom gesehen. Genau. Vielen Dank. Genau, wir haben eigentlich so seit Mai 2012 eine intakte Aufwärtsstruktur gesehen bis Mai 2017. Also das waren jetzt 5 Jahre, wo er wirklich in einem Aufwärtstrend gestiegen ist und für mich auch einen regelkonformen Impuls gemacht hat. Das muss man ganz klar sagen. Und dann eine Dreier-Abwärtsstruktur. Ich muss gestehen, ich habe mir das nochmal angeguckt, wer jetzt wirklich genau hinguckt, der weiß, dass diese Zielung hier nicht hundertprozentig richtig ist. Das spielt jetzt aber hier an dieser Stelle keine Rolle. Und mit diesem Tief hier konnte man eigentlich sehr gut erwarten, dass er zumindest nochmal in eine ähnliche Fünferstruktur aufwärts steigen kann. Und dann gab es hier diesen ersten Impuls. Und diese zweite, also diese Bewegung hier nach unten, die hatte ich damals auch im Blog mal sehr, sehr gut dargestellt mit einer sehr, sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis, weil ich bin hier davon ausgegangen, dass wir einen Move nach oben sehen. Also da müsste man jetzt mal zurückgucken. Aber diese Bewegung hier, die er jetzt gezeigt hat, ist wieder ein Fünfer. Für mich ist das hier jetzt ein absoluter Schallpunkt der Aktie. Er kann wirklich komplett jetzt hier nach oben ausbrechen, der Kurs. Und erstmal Richtung 24 laufen. Das sind ja auch immer hier noch 7 Euro, der locker Platz nach oben hat. Oder genau wie der DAX, er entscheidet sich hier bei den paar Punkten, die der DAX noch oben, nach oben noch zu gehen hat, um dann nochmal im Großen auch wieder ein Flat auszubilden, um dann eine neue Bewegung nach oben zu starten. Also hier sind wir gerade. Das heißt, dass er im Endeffekt nochmals die Deutsche Telekom zum Ausbruch zurückkommt, ganz tief, um dann erst diese oberen Ziele höchstwahrscheinlich zu machen. Absolut. Also hier ist etwas, wo man jetzt im Moment sagen möchte, wenn jemand hier einen Trade oder einen Invest vielleicht eingehen wollen würde, ist das gerade ein unglücklicher Punkt, weil hier entscheidet es sich wirklich, ob er vielleicht wirklich nach oben ausbricht oder nochmal Richtung dieses Tiefs geht, weil spezifischer kann man an dieser Stelle nichts sagen. Also er könnte hier vielleicht noch so ein minimales Hoch in dieser Bewegung machen. Er sollte dann aber wirklich am besten auch nicht mehr unter diese 15,6 gehen, weil das würde quasi ein harmonisches Chartbild nach oben ein bisschen im Wege stehen. Man könnte natürlich sagen, wenn das jetzt eine 1,2 ist und er in einer auffächernden Impulsstruktur nach oben in der 3 ist, könnte er natürlich hier auch nochmal eine 1,2 bilden. Das wäre natürlich auch noch so eine Sache. Aber man muss sagen, man sollte hier die Beine in die Hand nehmen, anstelle der Deutschen Telekom, um nach oben zu gehen. Und ansonsten droht mal wirklich noch ein kleiner Rutsch. Okay. Also was ich mir halt gut vorstellen kann, ist, in deiner eingezeichneten C oder Welle 2 ist er halt sehr, sehr tief gegangen. Und deswegen wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass die Indikatoren mit diesen jeweiligen Hochs schon wieder sehr, sehr am Limit stehen. Christian, was sagst du jetzt zur Telekom? Ja, da brauche ich gerade mal den Bildschirm. Ja, ich muss den Muschel stoppen. So, bitteschön. Darf ich hier freigeben, da... Und Bildschirm freigeben und hier und jetzt muss ich schauen, Telekom, Moment, dort, komm her, Deutsche Telekom. Und soll ich mal hier zur Seite schieben? Deutsche Telekom, hier. So, das ist jetzt der Tagessicht, ja?
Also Telekom ist ja nicht nur Telekom an sich, sondern man muss da unbedingt immer auf die T-Mobile schauen. T-Mobile, Sprint, durch die Fusion ist der zweitgrößte Anbieter in Amerika. Die machen einen guten Job da drüben. Nach allem, was ich da so mitkriege, ist das sehr gut. Und wenn ich hier zum Beispiel jetzt einfach nur mal die Nachrichten hier hochkommen lasse, machen wir das mal über diese Dings hier. Deutsche Telekom Overweight zum Beispiel, das ist JP Morgan. Die sehen die mit dem Ziel bis 25. Ich habe mal durchgeschaut, die sagen wir mal, der Konsens der Analysten liegt zwischen 24 und 26. Also sind wir mit 25 ganz gut. Deswegen habe ich da eben auch zugehört, als der Chris sagte, da die 25, da sollte doch mal tunlicht und so weiter. Ich mag die Telekom. Von den Indikatoren her, Ronny, sind die überhaupt nicht hoch. Oh, die waren, die haben erst angefangen. Die hatten eine sehr schöne Bewegung hier oben. Eben, das ist dieses, was Chris eben sagte, da bei den 18,5. Die haben sich hervorragend abgebaut. Das war eine ganz schnelle Bewegung. Das war der Montag, letzte Woche war das. Ja? Mhm. Wir haben die ordentlich verloren. Wir haben ein sehr schönes Verkaufssignal geliefert und die fangen jetzt schon wieder an zu drehen. Und die fangen auch ganz leicht an zu drehen über das MACD. Die haben hervorragend aufgesetzt, auf, wenn ich es richtig gezogen habe, auf das 38,2er von diesem kleinen Hochpunkt aufgesetzt. Die können von mir aus, das wäre ideal, nochmal runtergehen auf die 16,80. Das wäre ja toll. Aber vor dem Hintergrund von diesen Indikatoren her, glaube ich das gar nicht mal. Wir handeln an der 20-Tage-Linie, also ganz knapp davor. Und sollte der Tag morgen insgesamt gut werden. Also die Telekom werden meines Erachtens nach nicht eine Einzelaktie werden, die gegen den Markt kämpfen, sondern sie werden mit dem Markt mitlaufen. Wenn der Markt sich ein bisschen weiter steigt, werden die auch wieder die 18,5 sehen. Hier ist nicht nur der Hochpunkt, den wir hier hatten vom 16.07. oder hier vom 13.07. Die waren, du hast es gerade eben im Wochenchart gezeigt, also die waren dann hier hinten, das war 2017, ja. Das ist schon eine Marke, ja, keine Frage. Aber wenn die das schaffen, hier drüber zu gehen, hier liegt nämlich auch das obere Band, dann haben die meines Erachtens nach locker Platz bis zu diesen prognostizierten 22, 23, 24. Also ich warte eigentlich bei Telekom drauf, dass sie entweder kaufe ich sie, wenn sie mit Schlusskurs die 18,60 überbieten oder wenn sie nochmal runtergehen, ganz knapp unter die 17. Für mich ist das definitiv kein Short mehr. Also ich würde das jetzt nie fixen hier für den 1 Euro noch was. Würde ich nicht machen. Mir gefällt das hier. Jetzt gucke ich mal auf die Wochentechnik, weil der Chris hatte ja auch die Woche. Da habe ich jetzt für nicht geschrieben. Und das ist das Einzige, was jetzt, und da hast du wieder recht, Ronny, was so, ich mache das hier mal weg, vielleicht ein wenig ins Auge sticht. So sehen aber fast alle Aktien aus. Ganz, ganz viele sehen so aus. Extrem überkauft, ohne Verkaufssignal. Sehr hoch, ohne Verkaufssignal. Hier ist ein klitzekleines, ja. Aber das ist, Moment, ich mache es ein bisschen größer, die sind halt jetzt von diesen 10,40 sind die halt jetzt innerhalb vom zweiten, dritten letzten Jahres ja, fast verdoppelt. Da gibt es aber andere Werte, siehe Daimler, die haben sich mehr als verdreifacht oder hier gerade, was wir eben vorhin, also HelloFresh oder sowas oder Delivery Hero, meine Güte, was die alle hochgezogen sind. Die, ich finde die Bewegung völlig in Ordnung, das ist ein klassischer Aufwärtstrend, ja, also das ist eine 1, eine 2, eine 3. Und wir machen jetzt hier, sind noch hier wieder bei der 2, die wir neu bauen. Ja, ich weiß nicht, wie hoch sie geht, aber auf Tagessicht finde ich sie nach wie vor positiv. Würde ich die noch nicht short gehen? Ich würde mich freuen, wenn wir noch mal kurz unter die 17 gehen würden. Ja, sie sind hier hoch, aber noch mal, das sind, ich weiß nicht, ich würde mal schätzen, 60% der Börse ist auf diesem technischen Niveau. Das ist ja das, was so Technikern so den Zweifel von dieser, man sagt ja auch dazu, die unbeliebteste Hosse, die es gab, also diese hier, die uns daran zweifeln lässt. Ja, mir fehlt tatsächlich die Fantasie, hatte da auch einer bei YouTube geschrieben, dass wir jetzt hier noch nennenswert hochgehen. Ich habe solche Bewegungen schon gesehen, das war so um 2000 rum, das war damals auch neuer Markt. Der Unterschied zwischen damals und heute ist, dass heute sind die ETF-Sparpläne erheblich gestiegen. Das heißt, da wird wirklich jeden Monat in Aktien gespart und das gab es damals nicht. Das ist der riesengroße Unterschied. Also zurück zur Telekom. Ich finde sie grundsätzlich in Ordnung. Das wäre für mich definitiv kein Short. Wenn, also ich habe gerade eben die letzte 5 gesehen. Die lag, glaube ich, bei dir bei 12, Chris. Ja? Also das wäre für mich persönlich ein Traum, wenn sie das machten, aber das sehe ich momentan nicht. Also im schlimmsten Fall habe ich hier eine 200-Tage-Linie, habe ich so bei 15,80. Aber ich finde sie eher kaufenswert.
Und man darf auch nicht vergessen, also die Telekom zeigt uns wahrscheinlich auch den Weg des DAX, weil ich glaube, Telekom ist auch ein Schwergewicht, richtig? Nicht wirklich. Okay. DAX-Gewichtung. Also das hier sind jetzt, ich habe es extra mal vorbereitet, das hier sind jetzt die schweren. SAP, neulich war es mal VW, dann haben wir die Linde mit 132 Milliarden, Siemens 114. Wo ist denn hier Platz Telekom? fünf, Platz fünf. Ja, Der finde fünfte. ich jetzt, also mit 85, ja, da müssen sie schon weichen, wenn die Airbus reinkommen. Ja. Also Okay, so ein ja. Schwergewicht ist es nicht mehr. Ja. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da war es völlig egal, was 29 Werte gemacht haben, wenn die Telekom 10%, 10 Cent gestiegen ist, da waren die aber auch an der 100 rum, dann hat es der DAX bewegt. Das war ganz grauenvoll zu handeln. Das war ganz fies. Also das war nicht schön. Ja. Also sie sind jetzt fünfter Platz. Ja gut, wenn das für dich ein Schwergewicht ist, dann ist es ein Schwergewicht. Ja. Also ich zähle eigentlich immer nur die ersten drei. Okay, der Weil erste drei. der Unterschied ist gravierend hier. Das sind ja auch schon 30 Milliarden. Ja. Deswegen ich zähle eigentlich nur die drei hier. Also SAP, Linde und Siemens bewegen den DAX im Augenblick am stärksten. Ja, wenn die SAP 1 € steigt, sind es 11 Punkte im DAX. Und bei Linde ist es ähnlich. Ja, Siemens ein bisschen weniger. Gut, soll ich jetzt den Bildschirm wieder zurückgeben? Mach ich das mal. Ja, dann hätte ich gesagt, Chris. Wir haben ja noch ein Liebling, glaube ich, auch von Christian. Ein was? Die TUI. Die TUI. Also ich habe es, wir haben ja so eine Langfristanalyse von TUI und das ist ja so ein Wunschgedanke von uns, der eigentlich auch gut einzutreffen ist. Und ich habe mir das jetzt nochmal kurzfristiger angeguckt. Und da muss ich gestehen, seit Mai letzten Jahres, genau, auch da natürlich wie alle anderen Aktien gestiegen. Und ja, also ich finde, da hatte auch jemand letztes Mal gesagt, er könnte es sich um eine versagende 5 handeln. Und ich könnte mir das wirklich hier in dieser Aktie mal vorstellen. Aber so eine versagende 5, die ist natürlich immer. Vorkommen. Genau, die ist natürlich selten, ganz, ganz selten. Aber wir haben, finde ich, in dieser Aktie auch wiederum einen klaren Impuls für mich, den ich so sehe. Und wir könnten jetzt eine ABC-Struktur wahrscheinlich schon komplett fertig haben mit, ja, mit dem 19. Also ich war ja, glaube ich, Freitag oder Das war, Donnerstag. glaube ich, bei 3,54 €, 51. Wenn man IKH betrachtet, ist es sogar auf Wochen- oder, glaube ich, Monatsbasis die untere Wolke gewesen. Das war ja unser Ziel in der Region. Und dann wollten wir sie ja auch sehen. Ja, und da hatten wir auch das 50er Retracement, hat er punktgenau angefahren. Er könnte, weil ich mir hier nicht ganz genau sicher bin, er könnte auch nochmal hier so einen kleinen Haken nach unten machen, so ein letztes Tief und dann steigen. Aber er könnte für mich wirklich, oder die Aktie könnte für mich wirklich schon komplett in der Aufwärtsbewegung stehen. Und dann würde ich sagen, entsprechend unserem Langfristchart und sollte er quasi für mich hier schon wieder unter die 3,20 € gehen. Ja, dann muss man wirklich sagen, dann kann es auch hier nochmal eine Nummer tiefer gehen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass TUI mal Insolvenz anmelden muss. Das soll es damit nicht heißen. Aber das wird dann schon in diesem Bereich, hier geht er hier runter, wird es für eine langfristige, vernünftige Aufwärtsstruktur wieder unschön. Deswegen auch diese Aktie von mir aus vielleicht nochmal einen kleinen Dip nach unten und dann steigen, aber gerne auch direkt weiter nach oben. Also ich glaube, die Euphorie für Urlaub ist ja noch ungebrochen, aber das möchte ich jetzt nicht so beurteilen. Das nächste Ziel auf der Oberseite wäre für mich die 8 Euro. Also von jetzt aktuell 3 Euro Richtung 8 Euro und ohne ins No Man's Land zu dippen. Das ist für mich wirklich entscheidend. Dann hätte man immer noch eine sehr gute Chance für aufwärts mittelfristig. Und langfristig würden wir ja viel, viel höher gehen wollen. Ich finde, die Aktie ist spannend. Momentan ist sie in einigen, ja, Milliardärskreisen, so will ich es mal nennen, ja, beliebt. Es wird gut gekauft in diesen 4 Euro, teilweise 4,20 € Bereich bereits. Und bin jetzt echt mal gespannt, was der Christian, ja, zur TUI sagt. Okay. Chris, gibst du mir wieder im Bildschirm? Selbstverständlich. Also,
du jetzt für mich eine Bitch. Also da habe ich mich auch echt, das gebe ich zu, da habe ich mich echt getäuscht. Moment. Den habe ich einfach mehr zugetraut. Früher, zu früh, zu viel zugetraut. Also gut, das sind jetzt auch mal die Tui, das ist ein Tag. Ich habe diese langgezogene Abwärtsbewegung, die habe ich so nicht vermutet, muss ich ehrlich sagen. Ich war der Meinung, dass wir hier so in diesem Bereich 4,20 halten sollten. Da waren wir auch schon hier unten über tief, auch über die Woche waren wir tief. Momentan stellt sich für mich so dar, ja, das ist der letzte Ausgangsbruch von dieser kleinen Rallye, die wir hatten, also von 3,48 hoch bis zu 5,48. Und ich dachte halt, okay, das Ding hält so. Der muss jetzt hier halten. Ja. Wir haben aber hier auch, das ist noch diese Phase vom Dezember letzten Jahres, haben wir hier so einen Schweizer Käse. Da sind überall noch Gaps. Das heißt, selbst wenn die jetzt mal, du hast gerade eben gesagt, einen kleinen Dip nach unten, dass selbst wenn sie den machen, glaube ich, dass wir hier irgendwo eine Basis finden, wo sie zumindest halten sollten. Was ich unterschätzt habe, ist ganz klar, da habe ich einfach mal nicht auf die Technik nur gehört, sondern habe gesagt, naja, so gut, Delta, so schlimm wird es jetzt nicht werden, wir werden doch alle geimpft. Ich habe das völlig unterschätzt, aber ich habe auch den Einfluss der Kapitalerhöhung unterschätzt, die dann nochmal aufgebauscht wurde. Das habe ich echt unterschätzt, deswegen, ich habe die TUI irgendwo hier gekauft, so um die 4,70 rum, extra tiefe Scheine genommen, aber irgendwann musste ich die auch rausschauen. Also der Wert, der schuldet mir was. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, ich gehe mal hier auf die Woche, dass wir uns hier relativ tief befinden, aber ich glaube, sie rennt nicht weg, also jetzt nicht in der nächsten oder übernächsten Woche. Jetzt kommt Spanien, wird wieder Inzidenzland und Holland hat Probleme und die Tommys haben sowieso Probleme. Ich würde nicht freiwillig nach England gehen. Aber wir sind hier jetzt insgesamt schon recht tief, auch bei den Oszillator, nur es dreht noch nicht hoch. Das kann über Wochen, siehe hier, über Monate kann das so tief bleiben. Ich werde die wahrscheinlich erst dann wieder anfassen. Entweder sage ich mir jetzt, komm, das ist eine Liebhaberei und ich nehme mir einen Call von 1,50 oder 2 Euro. Aber ich werde sie wahrscheinlich erst wieder anfassen, wenn wir über der 4,5 sind. Also dann fühle ich mich sicherer damit. Ich habe mir mal die Peer Group angeschaut. Moment, die ist hier. TUI, da. Die Peer Group sind die Vergleichswerte. Mhm. Und die haben, nehmen wir nochmal Carnival. Also prägt euch das hier mal ein. Das ist hier so ab April. Machen wir mal den Chart von hier. 1. März. Also erstmal hoch, dann heftig runter, dann wieder hoch und dann so eine langgezogene ätzende Abwärtsbewegung, die dann akzeleriert. Das ist meistens so, das muss man sich psychologisch so vorstellen. Naja, die wird schon kommen. Ich kaufe mal ein paar mehr dazu. Ach, die kommt doch bestimmt nochmal. Komm, ich verdoppel mal die Position. Das gibt's doch nicht. Wieso kommt denn der Mist nicht runter? Ich kann den Krotz nicht mehr halten. Und dann akzeleriert das Ding. Das ist eigentlich eine klassische Bewegung. Wir haben hier, so eine Art Hammer. Das ist also rein vom Chart her in Ordnung. Das obere Band kommt aus der Bewegung, entgegengesetzte Band kommt runter, das ist auch okay. Meistens gibt es dann entweder korrektiv oder seitwärts. Im Moment war es korrektiv. So, das ist jetzt also ab 1.4., ab 1.3. Bringt euch nur mal diese Bewegung ein. Nehmen wir mal, was hatte ich doch eben? Eben hatte ich doch hier, nehmen wir mal Royal Caribbean. Caribbean. Ja? Auch ähnlich. Hoch im März, kommt dann runter, nochmal hoch. Und dann auch hier diese Akzeleration, ich mache mal das Faden kurz raus, diese Akzeleration, ist aber dieses schnelle nach unten gehen, ja, ist da genauso. Was haben wir denn sonst noch so als Beispiel? Man könnte auch den Hotelsektor nehmen, aber nehmen wir mal hier TUI, Royal Caribbean hatten wir, was hatten wir, Norwegian, müssen wir gerade mal schauen, nehmen wir mal noch Carnival. Nehmen wir nochmal Carnival. Das sieht ein ganz klein bisschen anders aus. Auch hoch im März, immer wieder runter, seitwärts runter. Machen wir auf, machen wir nicht auf. Können wir die Schiffe loslassen oder nicht? So, und dann auch hier wieder diese fiese Abwärtsbewegung. Und dann guckt hier die Technik. Das sind 2 Monate, ja, wo die permanent überfährt. Ja, sie kommt nicht hoch. Ne? Und dann hat man hier dann auch gleich, jetzt haben sie es aber hinter sich, ist ja auch Verbindung mit der 200-Tage-Linie. Schwupps, machen sie nochmal 3 Euro drauf. Also ich finde es hochinteressant zu sehen, das war letzte Woche am Donnerstag, da stiegen sowohl die TUI, die ehemaligen Preußag, es stiegen aber auch sowas wie Accor, TripAdvisor, Hyatt, Lufthansa. An dem Tag waren auch die Fraport wieder besser. Auf einmal, als ob dann einer sagt, ein was weiß ich was, Staatsfonds sagt, so wir nehmen jetzt mal 2 Milliarden in die Hand, kaufen einmal die Reisebranche. Also ich glaube, die hat noch eine Durststrecke vor sich. Ich glaube nicht, dass die TUI pleite geht, aber
es ist noch kein sicheres Investment, sagen wir es mal so. So würde ich es formulieren. Spannend. Also, ja, super spannendes Ding. Wie gesagt, jeder wünscht sich rein theoretisch, dass es irgendwann nun endlich mal vorbei ist mit Corona und den ganzen griechischen, kryptischen Alphabet, das es wir momentan durchmachen. Aber hochspannend, wie du jetzt die jeweiligen Reisebranchen halt anschaust. Du schaust ja nicht nur die TUI an, sondern die anderen Sachen halt auch. Die Branche ist am Boden, ist ganz klar. Was mich wahnsinnig ärgert, ist zum Beispiel, ich bin Mitglied bei Accor Hotel und da hat man also diese Punkte. Ja, ich konnte ja nicht reisen. Ja, und auf einmal werden dann alle Punkte abgezogen. Und das hat mir gerade vorhin ein Italiener, der hier auch wohnt, gesagt. Bei Lufthansa war das auch so. Da gibt es ja irgendwie diesen Unterschied zwischen Status und Prämienmeilen. Da sind sämtliche Statusmeilen weg gewesen. Ja, auf einmal. Das finde ich nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Das ärgert mich. Ja. Und der Lufthansa zum Beispiel, der fehlt einfach die ganzen Business-Class-Kunden, die ganzen Business-Kunden. Fehlen denen einfach. Aber ich hoffe halt, dass das jetzt irgendwann mal wieder ein bisschen kommt, aber das wird schlicht und ergreifend dauern. Ja. Also, wie gesagt, das ist momentan immer noch eine schwere Zeit, aber wenn der Boden gefunden ist, kann das sicherlich wieder mal einen gewissen Aufschwung halt dann geben. Ich werde da immer mal einen Finger reinhalten. Ich werde es immer mal wieder probieren, aber es ist noch kein sicheres Investment. Ja, Chris, wir haben ja im Endeffekt den Finger schon mal reingehalten in die TUI zum Beispiel. Im Augenblick sieht sie ja für uns aus EW-Sicht recht gut aus. Aber wenn man das jetzt hier halt hört, mit diesen jeweiligen Oszillatoren von Christian, ja, gut ab, die stehen immer noch sehr, sehr tief im Boden. Ja, dann war es keine versagende 5. Dann muss es was anderes gewesen sein, sehr wahrscheinlich. Wenn man natürlich diese vorausschauenden, fundamentalen Dinge im Hintergrund hat, ja, ist ein heißes Ding, wirklich heißes Pflaster. Und da muss jeder selber wissen, ob er da in ein scharfes Messer greifen möchte. Na ja, gut, manche Leute haben das ja gelernt, ein scharfes Messer zu greifen. Aber ich meine wirklich, man kann das immer wieder probieren, man darf sich nur nicht zu sehr drin verlieben. Also ich werde das auch irgendwann Montag, Dienstag nochmal probieren. Nur dann darf die Position nicht zu groß sein, sondern sie muss vernachlässigbar sein. Für mich kommt die Entlastung erst ab 4,5. Und das kann sehr schnell gehen, gar keine Frage. Ich habe die TUI auch schon 15% steigen sehen an einem Tag. Ja, das stimmt. Ja. Genau, macht man vielleicht nur einen Teil Positionenöffnung und so, ja, kann man Strategien. Genau, erstmal klein rein, ich nenne es ja immer Schnüffelstücke. Wenn ich nur vor dem Chart sitze, dann sehe ich den Chart, aber ich bin unbeteiligt. Ja. Aber wenn es nur 1000 Aktien sind, dann spüre ich den Markt, ich schnüffel rein und wenn ich merke, dass es mir wehtut, dann tut es vielleicht anderen weh. Das merke ich aber nicht, wenn ich nicht dabei bin. Also ich muss da reinschnüffeln. Also immer erstmal gewissermaßen ein kleines Stückchen vorfühlen und wenn das Gefühl besser wird, dann hat man die Möglichkeit, natürlich auch mehr zu investieren. Wie den Fußzeh ins Schwimmbad, ja. Sehr schön. Ja, wir haben gesagt, wir wollten heute 3 Titel im Endeffekt machen. Der DAX, die Deutsche Telekom und die TUI. Und wie in den letzten Videos immer gesagt, wurde vom Christian Schlegel immer etwas bemängelt, dass unsere Videos so lang sind. Aber heute denke ich mal, zusammen oder zu dritt haben wir es eigentlich geschafft, auf eine sehr gute Zeit zu kommen. Und ja, würde doch unseren Gast einfach beten, dass er einfach das Webinar dann heute einfach mal beendet. Ich soll das jetzt beenden? Du darfst, na selbstverständlich. Gut, dann wünsche ich heute allen noch einen schönen Sonntagabend. Was haben wir denn? 20.30 Uhr. Da kann jeder noch irgendwie was gucken, vielleicht Olympiade oder sonst was. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das sollte ich vielleicht nochmal sagen, alles, was jetzt eben Ronny, Chris und ich hier gesagt haben, das sind unsere Meinungen, es ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Wir müssen das einfach machen, das BaFin verlangt das. Ronny hat am Anfang schon den Disclaimer da gesprochen. Es kommt von mir auch nochmal, wenn ihr auf dem iPhone, iPad oder was weiß ich drückt und kauft oder verkauft, das ist euer Ding. Aber ich wünsche euch trotzdem Happy Trading und fette Beute. Vielen Dank und tschüss zusammen. Ja, alles Gute, bye bye. Ciao.